Also es ist 17 Uhr, meine Damen und Herren, und wieder mal Zeit für Clinical Journal Club für diese Woche. Das Bild im New England Journal ist ziemlich eindrucksvoll. Es geht um eine 21-jährige Frau, die geht zu einer Notaufnahme und in den letzten 8 Monaten hat sie Schmerzen im rechten Oberschenkel gemerkt. Dann wird sie in ein Gerät geschoben und im Kernspinn sieht man, dass sie einen großen Tumor hat im rechten Oberschenkel und hat auch einen Thrombus in der rechten Femoralvene. Daraufhin gibt man ihr Antikoagulation und danach wird sie kurzatmig. Oh Gott, das Bild ist weg. Ich kann es hier sehen, aber nicht da drüben. Was nun? Ach, das ist ein Ärgernis mit diesem Zeug. Ich weiß es nicht, was ich... Hilft auch nichts. Ja, rumklicken hilft manchmal, aber nicht immer. Ich habe schon rumgeklickt. Ich weiß es jetzt auch nicht, wie das Ding funktioniert. Das ist es nicht. Das könnte ja mal prima werden, der künstliche Intelligenz, wenn das in Ruhe. Ja, das ist eine gute Sache für diejenigen, die keine Intelligenz haben. Ja, du bist ja nicht mehr bereit, dir irgendwas erklären zu lassen, das ist ja der Handel. Ja, es ist immer meine Schuld. Nein, ich krieg's nicht an. Ich würde mir das dann doch erklären lassen, Intelligenz würde doch ausreichen, aber du bist ja nicht mehr bereit, ich sehe das an den Kindern. Können Sie die Spülmaschine einräumen, Herr Schneider? Ja. Dann machen wir das nicht. Auch in Betrieb setzen. Aber ich weiß, ganz gründlich das angucken. Nee, so einfach ist das ja nicht. Ja, ich weiß nicht, auf was man jetzt drücken soll, wenn das blöde Ding auf einmal nicht mehr geht. Das ist ja nicht schwierig. Was ist denn da jetzt los? Was können Sie machen? Wenn es mal langweilig ist? Ich mache das ganz selten. Das habe ich schon dreimal probiert. Da ist nur grau auf dem Schirm. Ich mache es noch schlimmer, ich nehme die gleiche Taste. Schalten. Trick, weiß kein Mensch, was das macht, hat jetzt funktioniert, so können wir jetzt weitermachen. Und also im Angebot mit diesem bemerkenswerten Röntgen-Thorax, was wir hier sehen, ist riesige Anzahl an Knoten in beiden Lungenfeldern, in allen Lappen. Manche sind bis zu 2 Zentimeter im Durchmesser, sind unterschiedlich in Größe. Und sie sind so dicht, dass man sich überlegen könnte, ob die nicht vielleicht verkalkt sind. Im Angebot ist Lungenembolus, pulmonale Sarkoidose, eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis oder Churg-Strauss-Syndrom, chondroblastisches Osteosarkom und miliäre Tuberkulose. Ja, bei Lungenembolus kann man nie ausschließen, aber das ist ein Gefäßproblem und macht keine Veränderungen, die so aussehen. Sarkoidose kann sehr heterogen aussehen, aber sowas Dramatisches ist mir nicht bekannt. Eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis kann auch dramatische Röntgenveränderungen machen, aber sowas. Und für miliäre Tuberkulose sind diese Knoten einfach zu groß. So bleibt mit dieser Vorgeschichte, dass er auch einen großen Tumor im rechten Oberschenkel hat, fällt einem eigentlich nur chondroblastische Osteosarkom ein. Und das ist auch die richtige Antwort. Ich könnte mir auch vorstellen, dass bei der körperlichen Untersuchung der Lunge irgendwas auffällig gewesen sein musste.
falls man das gemacht hat. Jetzt Lungenembolus ist ein Gefäßproblem und schnelles CT ist eine wunderbare Methode, um die zu diagnostizieren. Und hier in der Bifurkation der Pulmonalarterie sehen wir hier einen Sattelembolus. So sollte das aussehen. Sarkoidose, typischerweise haben die große Lymphknoten in beiden Heli, aber kann auch diffuse Veränderungen machen, wie hier gezeigt. Chirk Strauss macht auch große Knoten, eosinophile Granulomatose mit Polyangiitis. Und miliäre Tuberkulose haben wir uns vor ein paar Wochen angeguckt, das macht ganz kleine Knoten und ist auch tödlich. Also das ist die Differentialdiagnose und oh Gott, was denn jetzt wieder? Was ist die Füße? Das ist gut. Osteosarkomen sehen so aus, sehr maligne Knochentumoren und wenn sie zusätzlich auch knorpelähnliches Gewebe produzieren, sind das chondroblastische Osteosarkome, Tumoren von jungen Menschen wie diese Patientin und sind häufig letal mit geringen therapeutischen Möglichkeiten. Jetzt das erste Thema im New England Journal geht es um Nierenzellkarzinom und hier sind schon Fortschritte erzeugt. Während meiner Karriere hatten wir keine Behandlung für metastasierten Nierenzellkarzinom. Jetzt wissen wir, dass Sunitinib, das ist ein Inhibitor von Rezeptortyrosinkinasen, spezifischerweise vaskuläre Wachstumsfaktor-Tyrosinkinase-Inhibitor, und das verbessert die Prognose von Patienten mit metastasierten Nierenzellkarzinom. Aber es ist ja auch möglich, dass sogenannte Checkpoint-Inhibitoren, Knotenpunkt-Inhibitoren besser sein könnte. Und die Kombination, die jetzt geläufig angewendet wird, ist ein Antikörper, der PD-1-Rezeptor und Abläufe hemmt und einen zweiten Antikörper, der CTLA-4 hemmt, sodass die Immunzellen dann aggressiver gegen den Tumor antreten sollten. Und ziemlich große randomisierte Studie mit vielen Patienten und die haben metastasiertes Nierenzellkarzinom. 70% haben schon Lungenmetastasen, Lymphknotenmetastasen, Knochenmetastasen und auch Lebermetastasen. Unterschiedliche Behandlungen sind die schon durchlaufen. Aber nach der Randomisierung sind beide Gruppen vergleichbar. Und was wir hier sehen, ist, dass die Knotenpunktinhibitoren schlagen Sunitinib. Es ist keine Heilung meines Erachtens, aber immerhin dieses Gesamtüberleben. Und das ist besser in der Antikörpergruppe im Vergleich zu Sunitinib. Progressionsfreies Intervall ist auch statistisch signifikant. Und das wird hier gezeigt, aber was wir hier sehen ist, trotz dieser Behandlungen schreiten diese Tumoren weiter voran. Auch bei Patienten mit sehr fortgeschrittenen Nierenzellkarzinomen sehen wir, dass 40% der Patienten sprechen schon irgendwie auf die Behandlung an. Das heißt, der Tumor wird kleiner oder wird wesentlich kleiner. Und eine partiale Antwort ist auch häufiger in der Antikörpergruppe im Vergleich zu Sunitinib. Und was auch bemerkenswert ist, ist in allen Untergruppen und ob es in Europa oder USA und so weiter, sind diese Vorteile zu sehen. Und die Nebenwirkung von der Antikörpergruppe ist eigentlich besser als Sunitinib, sodass wenn man deren Lebensqualität mit dieser Skala beurteilt, sehen wir hier, dass die Antikörpergruppe wesentlich besser fährt als die Sunitinib-Gruppe. Das würde dann bedeuten, man liest dann eine Redaktion und dann schreibt mit großer Begeisterung für die Frage gestellt, is cure possible? Na, ich glaube, die Leute wollen mehr als 18 Monate leben. Und die Onkologen reden dann schnell immer von cure. Aber es ist ein Fortschritt
müssen mal sehen, wie das weiter wird. Vielleicht wäre eine Kombination von diesen Behandlungen noch eindrucksvoller. Was mich auch interessiert hat, dies ist der kleinste Druckart, die ich habe. Und dieses Disclosure Statements von den Autoren. Und wie wir hier erkennen können, ist die Pharmaindustrie sehr von dieser Behandlung hier stark beeindruckt und mischt sich hier rein und kann man sich auch vorstellen, warum. Aber das fand ich auch eindrucksvoll und das wollte ich Ihnen zeigen. Nächste Thema hat zu tun mit Friseurläden für schwarze Amerikaner, die Barbershops. Es geht hier nicht um ein Barbershop-Quartett, aber dies sind Ansammlungspunkte, wo schwarze Herren sich gerne frisieren lassen, aber auch sich sammeln, um Geschichten auszutauschen und so eine soziale Gemeinschaft zu haben. Und meistens finden diese Sammlungen am Samstagsmorgens statt, während des Vormittages. Und ein Freund von mir, der erste Autor dieser Studie, kenne ich ganz gut, ein sehr sozialer Internist. Wenn es einen Himmel gibt, sind seine Aussichten nicht schlecht. Aber der wohnt in Los Angeles und der hat hier Friseurläden, die von Schwarzen besessen sind, hier besucht und hat die Leute rekrutiert, die Friseure rekrutiert. Und anstatt Patienten zu randomisieren, hat er die Läden randomisiert. Und 52 Black-owned Barbershops hat er hier gefunden und die Hälfte hat er randomisiert zur Beratung durch den Friseur, es geht um Hochdruckbehandlung, und gleichzeitig hat er da einen Pharmazeuten reingesteckt, der Medikamente verschrieben hat, und in den Kontroll-Barbershops haben die Patienten nur eine Beratung bekommen, sodass sie doch bitte schön zum Doktor gehen sollen. Man kann sich ja schon vorstellen, was dabei rauskommt. Die intensivere Betreuung läuft wahrscheinlich besser als die weniger intensive Betreuung. Und da gucken wir uns ja die Patienten an. Letztendlich sind da 132 in dieser Gruppe, 171 in dieser Gruppe. Die haben, um hier in Frage zu kommen, müssen die ziemlich schlechte Hypertonie haben und im Durchschnitt sind die 54 Jahre alt. Und die gehören jetzt nicht zu den ärmsten schwarzen amerikanischen Männern. Nämlich hier ist das Einkommen gelistet und na, reich sind die nicht, aber ganz schlimm dran sind die auch nicht. Und die Versicherungsraten in beiden Gruppen ist so 85%. Das ist über den amerikanischen Durchschnitt. Und so geht's los. Und was wir hier dann erkennen können, ist ganz eindeutig, die intensivere betreute Gruppe hat einen beträchtlich größeren Abfall im Blutdruck im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die in den Kontrollläden sich betreuen ließen. Und das hat auch dann gehalten für den Verlauf der Studie. Und wenn wir uns die Blutdruckwerte angucken, diese hier sehen. Hier ist Bausitz steht. Oh, shit. Was ist das? Das ist so, dass die sehen, sie hören es hier, aber sehen nicht die Bilder. Ich krieg eine, gib mir eine Kugel. Wer hat das jetzt nicht mitgekriegt oder gesehen? Hm. Aber ich habe noch geguckt, es war kein nicht durchgestrichen, sondern es ist doch dann durchgestrichen, wenn die das nicht mitkriegen. Dieses ist auch nicht gut. Was sollen wir sehen? Also, was soll ich machen jetzt? Weiß ich auch nicht. Mal tragen an. Oh Gott, dann leider wieder hin. Achso, so. Jetzt geht es weiter mit schon Präsentation. Ach. So, jetzt sehen Sie das, was auch von jetzt ist es Sachsenburg. Was wir hier sehen, ist, die Blutdruckwerte sind besser in den Interventionsgruppen im Vergleich zu den Kontrollgruppen. Machen Sie auf irgendwas zu drücken. Natürlich ist die Anzahl an Medikamente, die in der Interventionsgruppe, die werden ja schließlich letztendlich intensiver behandelt, ist natürlich größer als in der Kontrollgruppe. So könnte man sich vorstellen, um
Gesundheit zu fördern bei schwarzen amerikanischen Männern mit Hochdruck, könnte man ihre Friseurläden rekrutieren und dann mit besonders ausgebildeten Pharmazeuten könnte man ein besseres Ergebnis erzielen. Dann hier ist ein kurzes Bild. Dies ist eine 57-jährige Frau, die 2 Wochen lang Übelkeit und Erbrechen entwickelt hat und darunter natürlich leidet. Und wir sehen hier dieses wunderbare CT von diesem riesigen Gallenstein. Und der sitzt hier mittlerweile irgendwo im Zwölffingerdarm. Und es führt natürlich zu einer Obstruktion hier. Und das ist ein Beispiel von Gallenstein-Ileus. Dies ist hier im oberen Dünndarm. Meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, landen die Gallensteine häufig eigentlich im Dünndarm vor dem Zirkum und bleiben da stecken. Aber dieser liegt viel höher und die Frau hat sich sehr gefreut, als sie von diesem Stein entlastet wurde. Dann das nächste Thema im New England Journal geht es um Typ-2-Diabetes-Risiko und das geht natürlich mit Übergewicht einher, insbesondere bei übergewichtigen Kindern. Und dann ist die Frage, wenn man die Kinder zum Abnehmen bringt, hat das einen Einfluss auf die Entwicklung von Typ-2-Diabetes, wenn sie erwachsen sind? Na, das können natürlich nur die Dänen feststellen, die ein Gesundheitssystem haben, wo diese Sachen registriert werden. Und es geht um 62.000 dänische Männer, die sind als Kinder beobachtet worden, bei im 7. Lebensjahr, im 13. Lebensjahr, dann als junge Erwachsene, so um die zwischen 18 und 26. Und dann hat man sie noch länger beobachtet, durch Erwachsene im Alter, um zu sehen, ob sie Typ 2 Diabetes entwickeln oder nicht. Und da sind die und ihr Übergewichtsmuster, die Dänen sind wahrscheinlich ein bisschen schlanker als wir, aber man kann sie dann in Gruppen unterteilen, übergewichtig mit Alter 7 Jahre, übergewichtig mit Alter 13 Jahre, übergewichtig als junge Erwachsene und übergewichtig halt für immer. Und dann, was wir hier sehen können, ist tatsächlich bei diesen Männern, wenn sie nur dick waren mit 7, aber danach irgendwie abgenommen haben, sodass sie nicht mehr dick waren, war das Diabetesrisiko weg. Und wenn sie nur dick waren mit 13, wenn sie abgenommen haben, waren sie immer noch dran, als wenn sie nicht abgenommen haben. Und diejenigen, die immer dick geblieben sind, haben natürlich das höchste Diabetesrisiko. Diese Befunde sind wahrscheinlich wichtig, weil man übergewichtige Kinder im Kindesalter nicht einfach abschreiben sollte. Man sollte die irgendwie zur Gewichtsabnahme bringen. Wie man das macht, ist schon publiziert, aber wie man sie daran hält, ist eine andere Frage. Aber hier können wir das relative Risiko uns angucken, ob sie Diabetes entwickeln, ja oder nein. Und die mit 7, die abgenommen haben, fallen zurück auf Basislinie und umso später sie abnehmen oder überhaupt nicht abnehmen, umso größer steigt das Risiko. Hätte man vielleicht sich auch denken können. So dass bei denjenigen, die dick bleiben, ist das Risiko, um Typ-2-Diabetes zu entwickeln, 6,7-fach höher als bei denjenigen, die nicht dick geworden sind. Und hier sind die Perzentile. Und so kann man sich vorstellen, dass eine Normalisierung des BMIs, bevor man erwachsen wird, dieses Risiko, Typ-2-Diabetes zu entwickeln, verringern würde oder vielleicht sogar auf Basislinie herabsenken würde. Und das wäre natürlich eine gute Sache. Dann das nächste Thema hat zu tun mit Pleurodese. Und das ist ein Eingriff, den man durchführt bei Patienten mit metastasierten Karzinomen, wo die Lymphgefäße involviert sind. Lymphangitic Spread nennt man das im englischen Sprachraum. Und ich wusste gar nicht, dass dies in Frage gestellt worden ist. Was wir gemacht haben, ist, wir haben dann um Hilfe gebeten, haben da eine Talchpleurodese durchgeführt in der Annahme, dass das zur Fibrosierung führt, so dass die
zusätzliche Ansammlung von Pleuraerguss dadurch verringert wird. Und hier ist ein Beispiel, Patientin, großen Pleuraerguss hier auf der rechten Seite, dann wird eine Drainage gelegt und dann wird eine Pleurodese durchgeführt. Man kann hier etwas Fibrose hier erkennen, hier auch in diesem Pleuraspalt, um die Reakkumulierung der Pleuraflüssigkeit zu vermeiden. Und in dieser Studie, was hier gemacht wird, ist, man muss hier eine kleine Sonde schon reinlegen. Das wird durch ein Troka gemacht. Dann wird ein sogenannter Pigtail-Katheter, das ist im Prinzip ein Draht, der dann eine Spirale bildet, da reingelegt. Und dann wird die Drainage über diesen Draht dann in den Pleuraspalt gelegt. Dann kann man die Pleuraflüssigkeit ablegen. Das wird alles unter Ultraschallkontrolle durchgeführt. Früher haben wir das blind gemacht, aber Ultraschall ist bestimmt besser. Und was in dieser Studie gemacht, worden ist, ist, Patienten mit malignen Pleuraergüsse sind randomisiert worden, einfach Drainage alleine. Man hatte auch die Vorstellung, vielleicht eine Drainage da drin zu haben für zwei Wochen, wird genug Reiz auslösen, so dass man Talg da reinzustecken, dass das vielleicht überflüssig ist. So sind diese Patienten, erstens sind die Pleuraergüsse dann wegdrainiert worden und dann letztendlich nach 10 Tagen, das wird dann alles ambulant gemacht, hat man geguckt, zusätzliche Flüssigkeit ist dann weiter abgesaugt worden und dann sind die Leute randomisiert worden zu 4 Gramm Talg als so dünnes Gemisch. Oder Placebo ist dann in den Pleuraspalt appliziert worden. Und dann hat man die Leute beobachtet nach 70 Tagen. Und der primäre Endpunkt war hier erfolgreiche Pleurodese nach 35 Tagen, sodass dass der Pleuraerguss nicht reakkumuliert. Und wir sehen, ungefähr die Hälfte der Patienten sind Frauen. Das sind dann meistens Brustkrebspatienten, die sind hier häufig vertreten, Lungenkarzinom, Mesothelium, Ovarkarzinom, Nierenzellkarzinom metastasiert und so weiter und so fort. Und was wir hier sehen, ist zu meiner großen Erleichterung, da wir das schon seit 40 Jahren so machen, hat die Talgpleurodese zum größeren Erfolg und zweimal so hoch geführt als eine Placebo-Behandlung, wo Talg nicht rein appliziert worden ist. Und Nebenwirkungen eigentlich so in beiden Gruppen ziemlich ähnlich oder vergleichbar. Man guckt sich natürlich gerne Infektionen an und subkutane Infektionen, warum das der Fall sein sollte, waren ein bisschen höher in der Talggruppe, aber dann Pleurainfektionen waren höher in der Placebo-Gruppe. Na gut, das war beides war eigentlich vertretbar. So können wir folgern, dass diese Methode, die wir seit 40 Jahren machen, ist jetzt belegt mit einer randomisierten, kontrollierten Studie. Aber zusätzlich dazu, dies wird alles ambulant gemacht unter Ultraschallkontrolle und wie die das machen, ist bestimmt viel vernünftiger im Vergleich zu wie wir es früher machen mussten. Dann Review im New England Journal geht es um Epigenetik und die Bedeutung von Epigenetik in Krankheitsbilder, allgemeine Krankheiten und insbesondere auch ein Fokus auf Krebserkrankungen. Und das Wort kommt eigentlich von Conrad Waddington. Der war eigentlich ein Embryologe in Großbritannien im 20. Jahrhundert. Der ist eigentlich am meisten bekannt, weil er ein glühender Kommunist war. Und sein Interesse an der Epigenetik hat eigentlich eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber was er gefunden hat, ist, dass, obwohl wir eigentlich das nicht so empfinden, dass die Umwelt schon irgendeinen Einfluss hat auf Gene, DNA war schon beschrieben, aber wie das funktionierte, war Waddington nicht bekannt. Aber heute benutzen wir das Wort Epigenetik für genetische Einflüsse, die nicht durch Veränderungen in der DNA-Sequenz ausgelöst sind. Das heißt, es hat zu tun mit Genregulation anstatt die Kodierung der Gene selber. Und wie wir jetzt wissen, Genregulation, dafür ist ungefähr 7
und 90% des Genoms verantwortlich. Und das sind unterschiedliche Ursachen, die die Gene ein- und ausschalten und ob sie, wie die Prägung der Gene sind und so weiter und so fort. Und das ist das Thema hier. Und eine Schaltstelle hat zu tun mit den Nukleosomen. Sie werden sich daran erinnern, die DNA-Kette ist ungefähr 2 Meter lang und wir müssen diese 2 Meter irgendwie an einen Zellkern kriegen, der nur 8 Mikrometer im Durchmesser ist. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Und was hier gemacht wird, ist, das DNA wird gewickelt und gewickelt und gewickelt und auch gewickelt um diese Proteinspulen. Das sind die Nukleosomen. Und diese Proteinspulen sind auf Stellen, wo hier Methylierung oder Acetylierung oder andere chemischen Veränderungen stattfinden können. Und die haben einen Einfluss dann auf, ob das entsprechende Gen dann angeschaltet werden kann oder auch nicht. Und darum geht es in diesem Review. Das ist eine Methode. Aber dann sind auch andere Regulatoren. Es gibt lange nicht kodierende RNAs. Es gibt Mikro-RNAs. Es gibt Zirkel-RNAs und alles Mögliche. Und dann auch das Phänomen von genetischer Prägung, was ich kurz erwähnen werde. Jetzt kann man mittlerweile auch diese Sachen über das ganze Genom untersuchen. Hier ist ein Beispiel von Epigenetik. Es ist ja bekannt, dass Kinder, die zu Müttern geboren worden sind, die sehr hungern haben müssen wegen Kriege oder Hungersnot oder was auch immer, diese Kinder sind klein bei der Geburt, aber nicht desto trotz haben einen viel höheres Risiko, im späteren Alter einen Hypertonus oder Typ 2 Diabetes oder Adipositas zu entwickeln. Und man kann sich nicht vorstellen, dass diese schlechte Ernährung der schwangeren Müttern zu irgendeiner Veränderung in der DNA-Sequenz geführt haben könnte. Und das ist die sogenannte Barker-Hypothese, verbreitet von Herrn Barker vor 30 Jahren. Das ist ein Beispiel von Epigenetik. Und dann bei Krebserkrankungen, wir wissen, dass unterschiedliche Mutationen sicherlich eine Kette von Mutationen Krebs auslösen kann. Aber es gibt auch epigenetische Mechanismen, die zu Krebserkrankungen führen oder dessen Risiko erhöhen. Dann gibt es auch Syndrome, wo Wachstum nicht beeinflusst wird. Und das hat zu tun mit der Vererbung von den Genen, ob sie von der mütterlichen Seite oder der väterlichen Seite kommen, obwohl die Sequenz die gleiche ist. Und das nennt man genetische Prägung. Und das ist auch ein sehr interessantes Phänomen. Und das wird alles in diesem Review hier in großem Detail hier diskutiert. Was jetzt auch möglich ist, ist, wir können ja das ganze Genom nach Variationen untersuchen, in der sogenannten genomweiten Assoziationsstudie, aber wir können jetzt auch epigenetische Mechanismen auch genomweit untersuchen und dann diese beiden Resultaten dann vergleichen und dadurch vielleicht die Zusammenwirkung zwischen Gene und Umwelt genauer untersuchen. Und das ruft ein neues Feld ins Leben, die epigenetische Epidemiologie. Und deren Bedeutung für Risikobewertung und vielleicht auch Krankheitsprävention. Und hier ist ein Beispiel von genomischer Prägung. Es gibt unterschiedliche Krankheitsbilder, wo, ob man das Gen von mütterlicher Seite oder väterlicher Seite geerbt hat, zum ganz unterschiedlichen Phänotyp führt. Dieser kleine Junge ist geboren mit dem sogenannten Beckwith-Wiedemann-Syndrom. Der ist, hat sich aber ziemlich gut bekrabbelt, finde ich. Das ist der gleiche hier. Der sieht viel besser aus als hier. Und dies nennt man im Englischen Imprinting oder auf Deutsch genetische Prägung, wo die Auswirkung auf den Phänotyp unterschiedlich ist, ob das Gen von Mutter oder Vater stammt. Dann etwas Klinisches, ein bisschen banaler. Diese Tests, diese Hörtests mit Stimmgabeln sollte jeder Kliniker beherrschen und man steckt die Stimmgabel auf die Stirn und dann kann man feststellen, hört man in beiden Ohren gleich und wenn man
die Luftüberleitung auf einer Seite bremst, indem man Ohrläppchen zudrückt, wird es auf einmal lauter auf der Seite. Im Vergleich zu, wenn da ein neurosensorischer Defekt ist, wo das Ohr dann sich nicht so verhält. Und man testet auch, ob Luftüberleitung besser ist als Knochenüberleitung. Luftüberleitung sollte viel besser sein, wenn die Ohrknöchelchen richtig funktionieren. Und das führt mich zu der Frage der Woche. Es geht um einen 87-jährigen armen Menschen im Pflegeheim und der hat bilaterale Hörgeräte und hat auch lauter Ohrenschmalz in einem Ohr und sein Weber-Test, das ist mit der Stimmgabel in der Mitte, lateralisiert zu der rechten Seite und sein René-Test ist positiv auf beiden Seiten. Das heißt, Luftüberleitung ist besser als Knochenüberleitung. Und dann sind Fragen gestellt. Hat er Presbycusis, das ist größer auf der rechten Seite? Hat er einen Überleitungshörverlust, das größer ist auf der rechten Seite? Hat er Otitis media? Hat er ein Akustikusneuronom? Oder hat er linksseitige Otosklerose? Und das kann man anhand dieser Stimmgabeltests dann überprüfen. Und das ist dann die Erklärung dafür. Dann der Fall im New England Journal war dieser. Es geht um einen 65-jährigen Mann, der beschwert sich wegen Müdigkeit und Kopfschmerzen und man merkt auch, dass er auf einmal vergesslich geworden ist und ist halt ein bisschen verwirrt und hat Wortfindungsstörungen und man weiß nicht, was mit ihm los ist. Und er hat einen Blutdruck von 197 zu 100, aber ist bekannt als Hypertoniker und wird auch ein bisschen dafür behandelt. Er hat eingeschränkte Nierenfunktion, die vor einem Jahr nicht da war, hat einen Kreatinin von 3,9 und dann wird er natürlich durch ein Gerät geschoben. Und da CT schneller wirkt, als Kernspin zu organisieren ist, kriegt er erst ein CT und ich könnte vielleicht ein subdurales Hämatom feststellen, aber besser als das bin ich auch nicht. Aber der Radiologe hat dieses CT interpretiert als diffuse Weißmaterien, Hypodensitäten im rechten Temporallappen, linken Frontallappen, ich kann das nicht so gut nachvollziehen, und auch hier im Vertex soll irgendwas nicht stimmen, aber vom Occiput hat er nicht sehr viel gesagt, aber die Verdachtsdiagnose von dem Radiologen ist posterior reversible Enzephalopathie-Syndrom. Das wird abgekürzt PRESS. Und ich muss zugeben, das war für mich auch was Neues und wusste nicht, was das ist. Und dann hat man versucht, seinen Blutdruck zu senken und er hat 100 Milligramm intravenöses Labetalol gekriegt und dann auch orales Labetalol. Das ist ein Alpha- und Beta, kombinierter Alpha- und Beta-Rezeptorblocker. Hat aber nicht sehr viel bewirkt. Da hat man LP gemacht und da hat erhöhte Proteinspiegel. Dann ging er zum MRT und im MRT können wir diese weißen Hypodensitäten ein bisschen mehr nachvollziehen. Hier im Temporallappen können wir das sehen und hier sind hier Veränderungen da vorhanden und hier im Frontallappen und das soll zu vereinbaren sein mit diesem Press-Syndrom. Gott sei Dank eine reversible Enzephalopathie. Dann hat man sich ein bisschen mehr mit seinem Blutdruck beschäftigt, hat jemand gemerkt, hey, warum hat er denn Kreatinin von 3,0? Da hat er einen Ultraschall gekriegt und er hat eine bilaterale Hydronephrose. Gute Idee. Da hat er einen Blasenkatheter gekriegt und da hat er gepinkelt wie ein Rennpferd und hat sich bestimmt viel besser gefühlt. Und dann auf einmal war sein Blutdruck viel besser zu behandeln und dann konnte man den senken auf 158 bis über 90 Millimeter Hg mit Amlodipin und ähnliches. Und dann sind diese MRT-Veränderungen in einem Verlauf von ein paar Wochen alle reversibel und er ist viel wacher geworden und hat sich herzlich bedankt. Also dies ist ein Beispiel von hypertensiver Enzephalopathie und dass dies Press-Syndrom genannt werden kann, war mir nicht geläufig, aber das ist ein reversibler Zustand und dann ging es dem viel besser. Dann wollte ich Ihnen diesen kleinen Bericht zeigen. Es geht um ein vierjähriges Kind, das geboren ist mit einer Trachea
Fehlentwicklung. Und man versucht dann diese Trachean zu erweitern mit Stent-Anlage. Das ist meistens eine Katastrophe, die werden infiziert und alles Mögliche. So haben diese cleveren Chirurgen ihr eine neue Trachea von ihrem eigenen Gewebe gebastelt. Und da werde ich Ihnen die Bilder zeigen. Die haben diesen Abschnitt hier, diesen stenosierten Abschnitt rausgeschnitten. Die haben den ersten Trachea-Ring erhalten. Und dann haben sie aus ihren Rippenbögen hier Knorpel gewonnen und dann Muskelgewebe vom, das ist Latissimus dorsi hier, und haben dieses Gestell hier gebastelt und haben das hier reingenäht, und das ist jetzt ihre Trachea. Wird natürlich nicht abgestoßen, das ist alles ihr eigenes Gewebe. Und das nach 4 Jahren Follow-up, also sie musste eine Weile eine Kanüle tragen, aber das letztendlich konnten sie auch dann entfernen. Und das ist gelungen. Sie ist jetzt nicht normal, aber und wie dieses wachsen soll, wenn die größer wird, ist mir nicht eindeutig klar. Aber nach 4 Jahren Follow-up führt dieses zu einem Erfolg. Und das fand ich interessant. Wir hatten ja vor ein paar Wochen diesen Fall von kutaner Diphtherie uns angeguckt bei diesem Kleinkind, das geimpft worden war. Und hier ist ein Grampräparat, um diese Organismen zu zeigen. Das wurde auch chemisch dann bewiesen. Und dies waren tatsächlich toxinproduzierende Corynebakterien. Und warum der Impfstoff sie nicht geschützt hat von dieser kutanen Diphtherie, die sie in Afrika erworben hat, war mir nicht eindeutig klar, und das hat die Autoren auch anscheinend nicht beschäftigt, aber das ist mit einer Antibiose dann alles weggegangen. Dann das erste Paper in Lancet ist eine riesige Analyse von Antidepressiva, und da so viele Leute depressiv sind und da diese Sachen weltweit verschrieben sind, finde ich eigentlich dies ganz interessant, und da haben sie alle Papers rausgeholt, die irgendeine randomisierte, kontrollierte Studie waren, um Antidepressiva zu bewerten im Vergleich zu Placebo. Und 522 Studien hier. Und die Präparate, die hier alle bearbeitet worden sind, ich glaube, es sind 21 Präparate. Was ist am besten? Jetzt die Größe dieser Ringe hat zu tun mit der Anzahl an Patienten. Und natürlich ist der Placebo-Ring am größten, weil diese Studien meistens das Präparat gegen Placebo verglichen haben. Und es sind ja 522 randomisierte, kontrollierte Studien. Aber was mich interessiert hat, ist, hier ist das Präparat, mit dem ich etwas Erfahrung habe. Das heißt Amitriptylin und das gibt es seit 35 Jahren. Und hier sind viel mehr Studien zu Fluoxetin und Paroxetin und diese moderneren Sachen. Und wenn wir gucken, was war am besten, war ich sehr erleichtert, Amitriptylin zu finden, hier ganz oben auf Stelle 1. Wahrscheinlich so billig, dass man das gar nicht mehr bezahlen muss. Und dann Abbrüche wegen Nebenwirkungen halten sich auch in Grenzen. Da ist Amitriptylin auch nicht schlecht. Und das fand ich ziemlich interessant. Und dann können Sie diese Kopf gegen Kopf vergleichende Tabelle, verstehe ich eigentlich nicht, aber können Sie sich damit beschäftigen. Aber dies ist ein Nummer 2 ist Amitriptylin ganz weit hier draußen. Nicht schlecht. Efficacy Odds Ratio fand ich gut. Und können Sie sich vielleicht mal angucken. Jetzt, das nächste geht es um Blutzuckerkontrolle bei Typ 1 Diabetiker. Und die Patienten, die ich persönlich kenne, die Typ 1 Diabetes haben, benutzen alle dieses Gerät, wo ein Sensor eingebaut wird unter die Haut. Und dann können Sie Ihren Blutzucker lesen auf Ihrem iPhone. Oder wenn Sie ein chinesisches Telefon, die funktionieren genauso. Und man hat hier eine randomisierte, kontrollierte Studie durchgeführt, ob das besser ist als Pieksen und Blutzucker zu messen. Und so ist dies gemacht worden, diese kontinuierliche, echtzeitkontinuierliche Blutdruckmessung in Erwachsenen im Vergleich zu usual care. Ob das die Leute schützt von Hypoglykämie, ist der wichtigste Ergebnis. Könnte man sich ja vorstellen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute, die ich kenne, die dies anwenden, je wieder zurückgehen würden zu Pieksen und Messen.
Und hier aber wenigstens 75 Patienten in jeder Gruppe. Und dann können, wie viel Insulin die kriegen und was ihr Body Mass Index ist und HbA1c, es war alles ziemlich vergleichbar. Und was wir hier sehen, ist, dass was die Endpunkte anbelangt, Hypoglykämien und so weiter, ist immer bei den kontinuierlich Blutzucker gemessenen Leute, wo sie einfach auf ihren Telefon gucken, ist besser. Und diese Auswertung in der Kontrollbeobachtung, dann in der Währungbeobachtung bei den Leuten, die das Gleiche machen, liegen diese Linien aufeinander. Und hier, wenn die Leute kontinuierlich messen, fahren sie besser als bei der üblichen Behandlung. Und die sind dann auch die Anzahl der Hypoglykämien sind alle, im Prinzip alle unter dieser Linie. Und in der Kontrollgruppe liegen sie auf beiden Seiten verstreut. Und man kann sich auch hier glykämische Variabilität ist bei der kontinuierlichen Messung besser. Und ob man jetzt Hilfe braucht von anderen, vielleicht wenn man ohnmächtig ist, kommt jemand vorbei, um einem zu helfen. Das ist auch besser, abgesehen, habe dies nicht verstanden, with medical intervention. Aber das ist so breit gefächert, dass da kein signifikanter Unterschied ist. Also es sieht so aus, als wäre dies eigentlich ein ziemlich guter Anfang von einem gesamten Pankreasersatz. Jetzt brauchen wir einfach nur mit artifizieller das haben wir uns auch schon angeguckt, so ein Servomodell, wo dann Insulin automatisch gegeben wird, bezogen auf Blutzuckerwerte und das ist bestimmt im Kommen. Dann, was wichtig ist, ist die Malaria-Behandlung und diese Behandlungen sind beide Artemisinin basiert und die Fragestellung ist hier eine Behandlung mindestens so gut wie die andere. Und das wurde durchgeführt irgendwo in Afrika. Und ich kann das kurz zusammenfassen. Ja, beide Behandlungen waren ziemlich gut. Wir wissen ja, dass Artemisinin-Resistenz jetzt in Kambodscha aufgetaucht ist. Und das wird in der Zukunft auch ein Problem bedeuten. Und Nebenwirkungen waren in diesen beiden Behandlungen ziemlich ähnlich. Und die roten Flecken sind alle nach unten gedrückt, sodass wir folgern können, dass diese Behandlungen wohl vergleichbar gut sind für diese Patienten. Und dann Übersichtartikel in Lancet, die haben sich aus gutem Grund furchtbar aufgeregt. Die ganzen Opiate gehen nach Nordamerika, um da irgendwelche Junkies zu bedienen. Das bedeutet, dass Schmerzbehandlungen in allen ärmeren Erdteilen katastrophal sind. Und das ist in dieser Karte hier gezeigt. Und wir können hier gucken, wo die Milligramms an Opioide landen im Vergleich zu vielleicht in den Ländern, wo sie wirklich gebraucht sind. So, wenn man jetzt Pankreaskarzinom hat in Uganda, ist man natürlich viel, viel schlechter dran als hier bei den Amis oder in Australien oder in Indien oder auch die Russen sind hier schlecht bedient. Und sogar der Hersteller in Afghanistan ist auch arm dran. Hätte ich auch nicht gedacht. Das heißt nicht nur Opiatsüchtige, das heißt Opiate, die zur Verfügung sind für Schmerzbehandlung. Und dann ein paar Wörter über Opioidanwendung in den Vereinigten Staaten und Todesursachen dadurch. Und vielleicht sollte man diese Opioide eher verteilen zu den Leuten, die sie wirklich brauchen. Dann hier ist ein Patient aus Lancet, ist ein HIV-Patientin, 47 Jahre alt, wird gleichzeitig für TBC behandelt, das scheint alles okay zu laufen. Die kriegt dann aber auch weitere Symptome und ihre Glasgow-Koma-Skala wird schlechter und die kriegt diese MRT-Untersuchung. Und dann werden wir gefragt, was das ist. Toxoplasmose ist ein guter Kandidat, aber es macht eigentlich Ringe und progressive multifokale Leukoenzephalopathie klingt immer wie eine gute Wahl, aber stellt sich raus, dies ist ein Fall von disseminierter Aspergillose und diese Patientin ist dann gestorben. Wir sind im Prinzip am Ende. Ich hatte noch eine Unterhaltung, die ich anbieten wollte, bevor wir Schluss machen. Dies hat mich beschäftigt.
Dieser Fall ist eigentlich schon älter. Und wie wir hier erkennen können, muss der aus den USA kommen. Es geht um eine 19-jährige Frau, die wird aufgefunden und kann sich kaum bewegen. Jetzt ihre Freundin in der WG, wo sie gehaust wird, behauptet, sie würde sich etwas verrückt verhalten. Jetzt Blutdruck ist 160 und atmet 16 Mal pro Minute und hat erhebliche Muskelschwäche in den Armen und den Beinen, kann nicht aufstehen etc. Hat ein Kreatinin von 1,8, Harnstoffnitrogen ist 38, also ihre Nierenfunktion ist ungefähr die Hälfte, was man einschätzen würde. Hat ein Natron von 136, Kalium ist 1,5, das erklärt wahrscheinlich die Schwäche. Hat ein Bicarbonat von 10, Chlorid ist 105 und hat ein pH von 7,1, das heißt 90 Nanomol pro Liter, hat ein PCO2 von 35 und PO2 von 110. Jetzt einfach von diesen Werten, was wir hier sagen können, ist, hat eine Acidämie. Da ihr Bicarbonat unter 24 ist, muss es eine metabolische Azidose sein. Und diese Azidose wird überhaupt nicht kompensiert. Sie hat ihre alveoläre Ventilation überhaupt nicht erhöht. Wahrscheinlich wegen Muskelschwäche, würde mir einfallen. Dann kriegen wir auch hier ein paar Urinwerte. Natrium 42, Kalium 38, Chlorid 65. Harnstoffnitrogen ist auch 38 im Urin. Und ihr Urin-pH ist 6,0. Na, das ist eigentlich auch keine gute Sache. Wenn man jetzt Acidämie, metabolische Azidose hat, sollte man den Urin wenigstens konzentrieren, um da ein paar Haarionen loszuwerden. Das macht sie nicht. Und das macht man, indem man Ammoniumchlorid ausschüttet. Aber ihre Chloridausschüttung ist nicht erhöht. Also das will sie nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und dann müssen wir erstens dann diese Urinosmolarität, die gemessen ist, erklären. Nämlich wenn wir die Urinosmolarität berechnen, ist sie noch nicht mal halb so groß. Und warum hat die so einen relativ teilchenreichen Urin? Und wir können die Teilchen nicht nachvollziehen. Und dann wird gefragt, hat sie eine proximale renale tubuläre Azidose, hat sie eine distale renale tubuläre Azidose? Ist dies ein Problem von Säureproduktion? Oder hat sie Säurebasenhaushaltsstörung bei chronischer Niereninsuffizienz? Na, was wir sofort hätten machen müssen, ist die Anionenlücke uns anzugucken. Und das ist die Summe von Chlorid plus Bicarbonat, das ist in diesem Fall 25, abgezogen von Natrium, das ist 136. Und ihre Anionenlücke ist 21, sollte nur 12 sein, also Anionenlücke ist erhöht. Das bedeutet, dass dies mit Säureproduktion zu tun hat. Die produziert mehr Säure, als es sollte. Und dann, was können die Ursachen sein? Diabetische Ketoazidose oder Ketoazidose ist unwahrscheinlich. Urinsticks, hören wir nichts davon. Könnte dies ein Fall von Laktatazidose sein? Das macht eigentlich keine Hypokaliämie, eigentlich keine der angeworbenen Säureproduktionssyndrome sollten Hypokaliämie machen. Und warum hat sie eine Urinosmolarität von 610? Na, nur ein alter Nephrologe aus den USA würde dies entschlüsseln können. Und vor 30 Jahren, das machen die Amerikaner nicht mehr, die haben ja jetzt diese vielen Opiate, da haben die Jugendliche, anstatt Dextroamphetamine zu sich genommen, sind sie dann in irgendeinen Laden gegangen und haben sich Kleber gekauft, toluenenthaltigen Klebstoff, haben dann die ganze Tube in irgendeine Plastiktüte reingequetscht und haben das eingeatmet, bis sie fusselig waren im Kopf. Na, toluen wird verstoffwechselt auf Hippursäure. Hippurat ist in Pferdeurin entdeckt worden, deshalb der Name. Ich weiß nicht, ob wir Hippursäure produzieren, ich denke aber nicht. Ja, dieses Hippurat muss dann ausgeschieden werden. Das erklärt dann die metabolische Azidose, dieses Hippursäure. Und dieses Hippurat wird dann vom Tubulus ausgeschieden, sollte eigentlich nicht im Urin sein. Und das ist ein nicht resorbierbares Anion. Das heißt, ein Kation muss damit ausgeschieden werden. Und unter diesen Umständen wird das Kalium da ausgeschieden.
Nämlich unter normalen Bedingungen, wenn jemand ein Serumkalium hat von 1,5, dann sollte Urinkalium beinahe 0 sein und es 38. Und das erklärt dieses Syndrom. Also Glue-Sniffing, Kleberschnüffeln, kann auch eine metabolische Azidose induzieren. Damit sind wir am Ende und hoffentlich geht es nächste Woche weiter. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.